Also, wir wollten uns mit euch zusammensetzen, weil wir euch etwas mitteilen möchten. Wir lassen uns scheiden. Wie bitte? Scheidung, wir. Wer ist wir? Na, wir beide, sie und ich, wir zwei, euer Vater und eure Mutter. Ist ein Witz. Spinnt ihr? Es kommt noch dicker für die drei Kids. Denn weder Florence noch Vincent möchten das Sorgerecht für ihre Sprösslinge übernehmen. Stattdessen liefern sich die zukünftigen Single-Eltern in Mama gegen Papa einen erbitterten Rosenkrieg, der nur eine Regel kennt. Wer hier verliert, gewinnt. Was folgt, ist eine erfrischend böse Ehekomödie. Ist es das, was du willst? Krieg? Anscheinend willst du Krieg. Ich will Krieg. Oh ja, das steht fest. Oh ja, ich will Krieg. Dann bekommst du Krieg. Auf weniger als 2 Meter tut es weh. Aua, Papa, bist du verrückt? Auf weniger als 1 Meter Peng. Tut es sehr weh. Hast du mich lieb? Was? Scheiße! Was soll denn das? Die Grundidee des Films ist die eines Paares, das sich darum streitet, nicht das Sorgerecht für ihre Kinder zu bekommen. Das Besondere daran ist zu zeigen, wie das Paar vom Wahnsinn der Situation mitgerissen wird und plötzlich Dinge tut, die es eigentlich gar nicht will. Die Ehe von Vincent und Florence ist am Ende. Sie sind nur noch Freunde und wollen sich einvernehmlich trennen. Das verstehe ich nicht. Wir halten es eher mit den Beatles als mit den Rolling Stones. Ah. Das stimmt, guter Vergleich. Das ist nicht unser Ding. Das stimmt. Das ist eine Tournee zu viel. Richtig. Aber dann bekommt jeder seinen Traumjob angeboten. Deshalb will keiner der beiden das Sorgerecht übernehmen. Diese Komödie dauert mittlerweile 1 Jahr. Deshalb weise ich darauf hin, die Scheidung wird Ende des Monats ausgesprochen. In 3 Wochen. Entweder sie werden sich einig über ihre Uneinigkeiten oder wir lassen die Kinder entscheiden. Was? Sie schaukeln sich immer mehr hoch. Es wird explosiv. Sie lassen die Wut auf den Partner an ihren Kindern aus. Was hast du angerichtet? Sie trennen die aus, das ist modern. Zum einen wollte ich die Regeln der Komödie einhalten. Zum anderen wollte ich aber auch die Geschichte von Florence und Vincent erzählen. Deshalb habe ich beschlossen, alles aus Sicht der Eltern zu schildern. Und nicht etwa aus Sicht der Kinder. Mich interessierte vor allem die Dynamik dieses Paares. Die Paare, die so tun, als würden sie miteinander reden, als würden sie sich zuhören. Selbe Leier. Als würden sie in einer WG leben. Und Sex einmal im Monat, wenn überhaupt. Einmal so im Monat, genau. Nein. Du kennst das ja. Was? Mathieu de la Porte, unser Drehbuchautor, hat ein besonderes Talent dafür, Figuren zu entwickeln, mit denen man sich sehr schnell identifizieren kann. Ach, Emma, jetzt hör doch bitte mal zu. Emma, was ist los mit euch? Warum habt ihr es alle auf mich abgesehen? Judith schreibt, dass sie Tabletten schlucken wird, weil ihre Eltern sich scheiden lassen. Sie wird sterben. Ich versuche ihr zu helfen und ihr nervt die ganze Zeit. Ihr seid totale Egoisten. Ich hasse euch. Jeden Tag vor Drehbeginn sind wir gemeinsam noch einmal das Drehbuch durchgegangen. Manchmal kamen beim Lesen neue Ideen. Zum Beispiel, dass Laurent als Pirat verkleidet seinem Sohn ein besonderes Geschenk mitbringt. Diese Idee entstand ganz spontan kurz vor dem Dreh. Was ist das? Ein hübscher Grill. Ambiance für angehende Grillprofis. Ich hoffe, du hast noch keinen. Ich habe den Schauspielern viel Raum für Improvisation gelassen, den sie auch brauchten. Oft haben sie Vorschläge über die Szene hinaus gemacht. Ich finde, es geht alles ein bisschen schnell. Wir sollten etwas langsamer sprechen. Meinst du nicht, Michelle? Ja, stimmt, du hast recht. Martin hat uns viel ausprobieren lassen und dann gesagt, ja, das gefällt mir oder das finde ich nicht so toll oder das brauche ich nicht und so weiter. Beim Improvisieren schaut man sich Szene für Szene an. Wir haben einiges zusätzlich ins Drehbuch geschrieben. Denn manchmal liest man etwas und stellt fest, dass es doch nicht so gut funktioniert. Dann könnte ich satt sagen, das klingt nicht so blöd. Ja, genau. Probier. Nein, vielen Dank. Ich fasse es nicht, das schäumt der. Ha? Probier. Nein, vielen Dank. Probieren, sagte ich. Nein, ich habe Nein gesagt, ich habe keinen Hunger. Das Improvisieren hat in diesem Film super funktioniert. Zum Beispiel bei der Szene, in der sie zum ersten Mal versuchen, ihren Kindern von der Scheidung zu erzählen. Was wollt ihr uns sagen? Ja, also wir wollten euch sagen, dass Elodie nicht mehr kommt. Genau, weil sie gekündigt hat. Richtig. Dann sind wir die endlich los. Tja, wir haben's versucht. Wir haben's wenigstens versucht. Das waren die Improvisationen, bei denen die Darsteller selbst mich überrascht haben. Genauso wie die Richterin. Sie gehen also nach Dänemark? Nein. Entschuldigen Sie, ich verstehe das nicht. Wer geht jetzt? Ich. Und... wer beantragt das Sorgerecht? Sie.
Verstehe ich immer noch nicht. Das hat wirklich super funktioniert. Die Rolle der Scheidungsrichterin ist mit Anne Leni hervorragend besetzt. Sie hat einen sehr starken Ausdruck. In ihrem überraschten Gesicht spiegelt sich die absurde Situation des Paares wider. Ihre Mimik groß zu zeigen, war eine tolle Idee. Die ganze Geschichte spiegelt sich in ihrem Blick. Flo, ich muss dir was sagen. Ja, ich höre. Ich werde befördert. Ah, ist doch super. Und auf welchen Posten? Auf den vom Chef. Chef wovon? Naja. Ich mag Yannick Choirat sehr. Er spielt Marinas Kollege auf der Baustelle. Er hatte zuvor bereits mit Marina im Theater gespielt. Er ist wirklich gut und sehr sexy. Ich finde, der Kuss zwischen den beiden funktioniert sehr gut. Die Chemie zwischen ihnen stimmt. Wir haben gerade eine Besprechung. Ja, das sehe ich. Der Chef kommt mit seiner viel zu kurzen Krawatte und seiner Umhängetasche daher. Das zeigt uns sofort, was für ein Typ er ist. Darf ich ihn auftun? Bleiben Sie sitzen, Florence. Ich bin sicher, eine dieser Dussel ist aufgeweckt genug, um einen Bratenheber zu halten. Sprechen Sie mit mir? Was denn sonst? Nun mach schon, wir sind hier nicht im Ferienlager. Scheiße, Mama, wer ist dieser Penner? Also, wiederhol das. Wer bist du? Ach, wir duzen uns. Du denkst wohl, wir sind Freunde. So, ab mit dir auf dein Zimmer. Wir haben diese Szene mit Marina, ihrem Chef und den drei Kindern in nur anderthalb Stunden gedreht. Am Anfang war es noch etwas holprig, aber dann hat es super geklappt. Die Kinder haben Marina damit schwer beeindruckt. Von da an waren sie eine Familie. Die Kinder kennen und respektieren die Mechanismen des Filmemachens. Aber zugleich sind es keine Roboterkinder. Sie sind sehr aufrichtig und spontan. Wir haben uns sehr gut verstanden und viel gelacht. Alexandre Desrousseau, der den ältesten Sohn spielt, war wirklich beeindruckend. Er ist erst 16, doch sein Humor hat eine Reife, die für sein Alter außergewöhnlich ist. Es war immer wie mit einem Freund zu drehen. Und das ist eher selten bei so einem großen Altersunterschied. Wobei, so groß ist er auch wieder nicht, zwischen 16 und 19. Oh, verfluchte Scheiße! Was treibst du denn da? Ich hatte einen Albtraum von deiner Mutter. Na und? Da kommst du in mein Bett? Es ist 4 Uhr morgens. Ich weiß, es tut mir leid, aber ich bekam Panik. Der Film spielt mit verschiedenen Arten von Humor. Zum einen ist da der visuelle Humor. Wie etwa die Szene mit dem Joghurt oder das Haus an der Bundesstraße. Anhalten! Wir sind angekommen! Und manchmal entsteht die Komik aus dem Dialog. Wie beim Gespräch von Florence und Vincent über das Roastbeef. Wir warten lieber nicht mit dem Abendessen. Ja, genau. Dann mache ich vielleicht doch nicht das Roastbeef, wenn wir nur zu viert sind. Was? Ich weiß nicht, ich kann das nicht beurteilen. Ich mache lieber Gnocchi. Das ist wieder ein ganz anderer Humor. Dann ist da noch der schwarze Humor, wie in der Szene mit der Großmutter, wo man wieder besseren Wissens lachen muss. Wer ist das? Was? Das ist eure Großmutter. Aber ich dachte, sie wäre tot. Nein, es geht ihr besser. Und schließlich gibt es noch den subtilen Humor, der durch Blicke und Gesten entsteht. Etwa wenn Florence und Vincent darüber diskutieren, ob sie immer ehrlich zueinander gewesen sind. Wir haben uns nie belogen und haben uns nie was verschwiegen. Warum sagst du das? Ich weiß nicht. Das tut doch nichts zur Sache. Das tut nichts zur Sache. Was hat das zu tun mit? Ich weiß nicht. Ich wollte einen dynamischen Filmeinstieg, bei dem die Zuschauer direkt ins Geschehen hineingeworfen und mitgerissen werden. Die Schlussszenen erinnern dann eher an eine Hochzeitskomödie. Es ist eine Art Spiegelszene in ähnlicher Umgebung. Man denkt, dass der Krieg, den sie um das Sorgerecht der Kinder führen, Teil der eigentlichen Dynamik ihrer Beziehung ist. Das heißt, sie kämpfen diesen Kampf auch, um einander wieder zu erobern. Ihr seid ja völlig durchgedreht. Ich habe öfter eine ausgeteilt als du. Das glaube ich nicht. Sie sind 40, haben 3 Kinder und gehören der Generation an, die alles perfekt machen will. Sie wollen perfekte Ehepartner sein, perfekte Liebhaber, perfekte Freunde und einen perfekten Job haben. Man meistert alles perfekt, selbst die Scheidung. Am Anfang redet man sich ein, wir werden alles schaffen. Und wir trennen uns, bevor es zu spät ist. Denn selbst das wollen wir gut machen. Aber so funktioniert das Leben nicht.
Mama gegen Papa. Wer hier verliert, gewinnt, ist bissig, politisch unkorrekt und gnadenlos komisch. In Frankreich begeisterte Martin Bourboulon mit seinem Regiedebüt bereits mehr als 3 Millionen Kinobesucher. Nun kommt die aberwitzige Familienkomödie auch endlich in Deutschland ins Kino. Wenn wir nicht bei dir leben wollen, würdest du dich umbringen. Das hast du gesagt? Nein, das stimmt nicht. Ist es das, was du willst? Krieg? Anscheinend willst du Krieg. Ich will Krieg. Oh ja, das du steht fest. Oh ja, ich will Krieg. Na, dann bekommst du Krieg.